Eigentlich sollte es bei den GQ Awards in Berlin um die Männer gehen. Schließlich ist es ein Preis für die Gentlemen. Doch es sind zwei Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Kylie Minogue und Anastasia. Die zwei Popstars verbindet ein Schicksal. Diagnose: Krebs. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Anastasia sich beide Brüste hat entfernen lassen. Ich möchte nicht mehr an den Krebs denken, sagt sie in unserem Interview. Kylie Minogue weiß ganz genau, wie sich Anastasia derzeit fühlt. Sie hat das alles auch erlebt. David Motscherat berichtet. Kylie Minogue und Anastasia Seite an Seite, zusammen auf der Bühne des GQ Awards. Beide Frauen präsentieren sich in der Öffentlichkeit. Beide Frauen verbindet ein Schicksal: Krebs. Für Anastasia ist es in Berlin so etwas wie ein Comeback. Ihr erster Auftritt nach ihrer Brustamputation, die sie erst im Oktober öffentlich gemacht hat. Bei ihrem Auftritt kämpft sie mit den Tränen. And I just wanted to say thank you very much. Kylie Minogue erhält an diesem Abend die Auszeichnung Gentlewoman of the Year. Die 45-Jährige wird als Männertraum gefeiert, als starke Frau, als Vorbild. Sie hat den Krebs besiegt, sie schaut nach vorne, aber sie weiß auch, dass die Erkrankung immer ein Teil ihrer Geschichte bleiben wird. Es ist die Leidenschaft, die uns voranbringt im Leben, und die Veränderung. Als Anastasia den roten Teppich des GQ Awards betritt, merkt man ihr an, wie nervös sie ist. Fast schon schüchtern wirkt sie. Sie muss sich an all das erst wieder gewöhnen. Die Frau, die mit Riesenhits wie Left Outside Alone die Charts stürmte und Millionen von CDs verkauft hat. Doch ihre Karriere wird jäh unterbrochen, als bei ihr im Jahr 2003 zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert wird. Ein Teil ihrer linken Brust wird entfernt. Anastasia dokumentiert jeden einzelnen, schmerzhaften Schritt in einem Videotagebuch. Eine kräftezehrende Chemotherapie folgt und die Hoffnung, den Krebs besiegt zu haben. Doch Anfang dieses Jahres stellen die Ärzte zum zweiten Mal die Diagnose Krebs. Ihre geplante Europatournee muss sie absagen. Anastasia entschließt sich, schließlich beide Brüste abnehmen zu lassen. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Operation und sie spricht zum ersten Mal über die vergangenen Monate. Es war sehr hart, härter als ich gedacht habe. Aber ich fühle mich sehr geehrt, heute Abend hier zu sein. Ich fühle mich noch immer sehr zerbrechlich, aber wie sagt man so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Ich möchte es mal so ausdrücken, ich bin noch nicht komplett bereit, zurückzukehren. Aber irgendwann muss es einfach sein. Es gibt nie den perfekten Moment. Deswegen bin ich heute hier und ich bin glücklich darüber. I was really, really comfortable to do it here and do it with GQ, so I'm really happy to be here. Ihr Auftritt wenige Minuten später ist der Höhepunkt des Abends. Sie singt einen ihrer größten Hits, Paid My Dues. Zu Deutsch: Ich habe meine Schulden beglichen. Ich lasse mich nicht unterkriegen, die Message des Songs. Dafür erhält sie Standing Ovations. Thank you. Ich danke meinen Fans, ich danke allen, die den Kampf gegen den Krebs unterstützen. Ich erfahre so viel Liebe, dafür bin ich dankbar. Ich bin sehr nervös, zurückzukommen. Ich war sehr lange nervös, aber ich wollte das heute Abend hier unbedingt machen. Und ich will allen sagen, Dankeschön. Anastasia erhält den GQ Award. Engagement. Und Kylie Minogue sitzt mit ihr in Reihe 1 und sie wird genau wissen, wie sie sich fühlt. Die Australierin erkrankte ebenfalls an Brustkrebs. Das war im Jahr 2005. Auch sie durchlebte eine kräftezehrende Chemotherapie. Die 45-Jährige gilt inzwischen als geheilt. Sie hat die kritischen 5 Jahre überstanden. Die Zahl 5 ist für Kylie und andere Brustkrebspatientinnen deshalb so wichtig, weil erst dann vorsichtig von einer Heilung gesprochen werden kann. Wenn sich nach Ablauf dieser Zeitspanne der Tumor nicht mehr geregt hat. Den Krebs hat sie besiegt, aber eine persönliche, zwischenmenschliche Niederlage muss Kylie derzeit verarbeiten. Ihre Beziehung zu ihrem Modelfreund Andres Velencoso ist nach 5 Jahren gescheitert. Einen kleinen Seitenhieb kann sie sich in unserem Interview nicht verkneifen. Was sollte ein echter Gentleman haben und was eher nicht? Also gute Manieren sind sehr wichtig, da bin ich schon sehr altmodisch. Ich stelle gerade in meinem Leben fest, dass es nicht allzu viele Gentlemen gibt, die wie ein Prinz auf einem Pferd sitzen.
Kylies Krebserkrankung soll nicht Thema auf dem Teppich sein. Darum wurden wir im Vorfeld gebeten und das respektieren wir. Anastasia weiß, dass ihre Erkrankung an diesem Abend natürlich im Fokus steht und sie will auch darüber reden, über die Entscheidung, sich beide Brüste abnehmen zu lassen. Es ist mir nicht leicht gefallen, das können Sie mir glauben, aber ich bin jetzt krebsfrei. Es ist eine sehr schwere Entscheidung, die nicht jeder machen kann. Und das verstehe ich auch. Aber ich will mir einfach keine Sorgen mehr um Krebs machen müssen. Sie will sich wieder auf ihre Karriere konzentrieren. Im nächsten Jahr soll ein neues Album erscheinen. Genau das plant auch Kylie Minogue. Über den Krebs sagte sie unlängst in einem Zeitungsinterview, Zitat: Manchmal ging es mir einfach nur dreckig, aber es geht immer wieder aufwärts, daran muss man glauben. Und genau diese Einstellung vermittelt sie an diesem Abend. Entspannt und extrem nett. Diese Erfahrung macht jeder, der ganz nah an sie ran darf. Es war ganz wunderbar und ich muss mich bei meiner Übersetzerin hier im Ohr bedanken. Sie hat einen ganz tollen Job gemacht. Ich hoffe, dass sie diese Nachricht hier bekommt. Es war ein toller Abend. Ein Abend mit zwei besonders starken Frauen, die ausgezeichnet wurden. Eigentlich sollen beim GQ Award ja nur die Männer prämiert werden, aber bei Kylie und Anastasia musste einfach eine Ausnahme gemacht werden. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich mit diesen spannenden Geschichten wieder da.